Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Wir sollen in diesem Beispiel zu einer gegebenen Gleichung einer Exponentialfunktion herausfinden, welcher dieser fünf gegebenen Änderungsprozesse beschrieben werden kann. Sehen wir uns diese gegebene Gleichung an, so stellen wir sehr schnell fest, dass es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Das heißt, alle Änderungsprozesse, die jetzt keiner Exponentialfunktion entsprechen, können wir gleich einmal ausschließen. Sehen wir uns den zweiten Änderungsprozess an. In ein Speicherbecken fließen pro Zeiteinheit 0,02 Kubikmeter Wasser hinzu. So können wir den sofort ausschließen, da es sich dabei um einen linearen Prozess handelt. Vom Wirkstoff eines Medikaments werden pro Zeiteinheit 1,2 Milligramm abgebaut, ist ebenfalls ein linearer Prozess. Also diese beiden Aussagen können wir sofort einmal ausschließen. Sehen wir uns den Veränderungsfaktor unserer gegebenen Gleichung an, 0,98, so ist dieser kleiner als 1, was wiederum bedeutet, dass es sich um eine exponentielle Abnahme, um einen exponentiellen Zerfall handeln muss. Die Einwohnerzahl eines Landes nimmt pro Zeiteinheit um 1,2% zu. Das wäre zwar ein Prozess, der sich durch eine exponentielle Funktion beschreiben lässt, allerdings handelt es sich dabei um ein exponentielles Wachstum. Der Wert einer Immobilie steigt pro Zeiteinheit um 2%. Ebenso, auch das wäre beschreibbar durch eine Exponentialfunktion, aber ebenfalls durch ein exponentielles Wachstum. Übrig bleiben letztlich nur noch der erste und der letzte Änderungsprozess. Beide sprechen von einem Zerfall pro Zeiteinheit. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Abnahme, die beschrieben wird in beiden Fällen. Im ersten Fall 0,02% pro Zeitschritt. Im zweiten Fall pro Zeitschritt um 2%. Das heißt, wir müssen nun noch wissen, was bedeutet ein Veränderungsfaktor von 0,98. Das heißt ja nichts anderes, als dass 98% pro Zeitschritt noch vorhanden sind, das heißt pro Zeitschritt werden 2% abgebaut. Das heißt, die richtige Antwort in diesem Fall ist auf jeden Fall die letzte. Und somit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.